Schengen bringt mehr Sicherheit. Die Schweizer Sicherheitsbehörden haben seit dem Beitritt zu Schengen direkten Zugang zu europäischen Datenbanken. Jeder Mensch hat ein Recht, ein Asylgesuch zu stellen. Das ist ein Menschenrecht. Die Frontex aber schaut weg, wenn Menschen auf der Flucht diese Hilfe brauchen. Hallo und herzlich willkommen bei Discussi Digital. Die Frontex ist die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache. Sie unterstützt Schengen-Staaten operativ bei der Kontrolle von ihren Aussengrenzen. Seit 2019 wird Frontex durch die Europäische Union ausgebaut. Die Schweiz soll sich jetzt an dem Ausbau beteiligen. Grundsätzlich soll Frontex mehr personelle Ressourcen und mehr Geld bekommen. Gegen diesen Entscheid ist das Referendum ergriffen worden. Bundesrat und Parlament argumentieren, dass die Frontex wichtig ist für die Sicherheit im ganzen Schengen-Raum. Von dem profitiert auch die Schweiz. Zudem riskiert die Schweiz durch Teilnahme am Ausbau von Frontex nicht, zukünftig vielleicht vom Schengen-Dublin-Raum ausgeschlossen zu werden. Für die Gegnerinnen und Gegner von der Vorlage steht fest, dass die Schweiz durch die Unterstützung von Frontex angebliche Menschenrechtsverletzungen an der europäischen Aussengrenze mitverantwortet. Der Ausbau von Frontex muss deshalb gestoppt werden, um die Flüchtenden zu schützen. Die Mitglieder von der Pro- und Contra-Seite präsentieren euch jetzt in diesem Video ihre Argumente. Falls ihr noch mehr wissen zu der Vorlage, dann schaut euch doch die Erklärvideos vom Bund oder von EasyVote an. Die entsprechenden Links findet ihr in der Videobeschreibung. Kennst du Frontex schon? Das ist Grenzschutzagentur von Europa. Sie bewacht die europäische Grenze. Dazu braucht sie Grenzpolizei, Waffen und Überwachungskameras. Und sie will bis im Jahr 2027 10.000 Grenzpolizisten und Polizistinnen einsetzen. Am 15. Mai 2022 stimmt das schweizerische Stimmvolk darüber ab, ob die Schweiz Frontex noch 61 Millionen Franken mehr Geld geben soll. Das Referendumskomitee sagt Nein dazu. Hier die Gründe. Jeder Mensch hat ein Recht, ein Asylgesuch zu stellen. Das ist ein Menschenrecht. Die Frontex aber schaut weg, wenn Menschen auf der Flucht diese Hilfe brauchen. Sie schaut weg, wenn die nationale Polizei von Griechenland oder Kroatien oder andere illegale Pushbacks machen. Das heißt, wenn Menschen in Europa kein Asylgesuch stellen dürfen. Sie nehmen dann den Leuten auf der Flucht das Handy, Geld und Kleider weg und schlagen sie. Die Frontex selber ist beteiligt an illegalen Pushbacks, da sie beispielsweise Boote mit geflüchteten Menschen im Mittelmeer wieder der libyschen Küstenwache übergibt, ohne dass die Menschen im Asylgesuch stellen konnten. Olaf, eine Behörde zur Bekämpfung von Korruption, hat einen Bericht über diese illegalen Dinge bei Frontex geschrieben. Frontex mehr Geld zu geben bedeutet, dass es mehr Gewalt an der Grenze gibt. Deshalb darf man nicht mehr Geld geben. Es geht nicht, dass Europa sich mit Gewalt abschottet an den Außengrenzen. Ich bin Marc Rüdesüli, bin 23 und Präsident der Jungen Mitte Schweiz. Ich engagiere mich für ein klares Ja zu Frontex Schengen am 15. Mai. Stimmen wir am 15. Mai Nein, dann sagen wir Nein zu der Mitgliedschaft der Schweiz im Schengen-Raum. Schengen bringt uns, bringt der Schweiz ganz viele Vorteile. Hier die wichtigsten drei. Erstens, Schengen bringt mehr Sicherheit. Die Schweizer Sicherheitsbehörden haben seit dem Beitritt zu Schengen direkten Zugang zu europäischen Datenbanken. Die Datenbanken sind heute für unsere Polizei und für die Migrationsbehörden unverzichtbare Arbeitsinstrumente. Sie helfen zum Beispiel bei den Ermittlungen von Kindsentführungen. Ohne Schengen-Mitgliedschaft verliert die Schweiz den Zugriff auf die Datenbanken und wird blind werden. Der zweite Grund ist die Reisefreiheit. Schengen ermöglicht uns das freie, das unkomplizierte Reisen. Wer vom einen Nachbarland in die Schweiz ein- oder ausreist, muss keinen Pass mehr vorweisen. Ohne Schengen fällt das weg und es gibt wieder mühsame Kontrollen an der Grenze. Und der dritte Grund ist für mich persönlich der wichtigste.
Die Menschenrechtssituation an den Grenzen von Europa können wir aktiv mitverbessern, wenn wir Teil davon bleiben. Als Schengen-Mitglied hat die Schweiz ein Mitsprache- und ein Mitbestimmungsrecht bei Frontex. Sie kann so aktiv darauf hinwirken, dass die Grundrechte an den Aussengrenzen besser eingehalten werden. So unterstützt unser Land das Grundrechtsbüro von Frontex seit 2021 mit zwei Expertinnen. Auch kann die Schweiz die rechtlichen Rahmenbedingungen von Frontex als Schengen-Mitglied direkt beeinflussen. Bei einem Nein ziehen wir uns aus der Verantwortung und damit ist einfach niemandem geholfen. Setzen wir also die Vorteile von Schengen nicht aufs Spiel, schaffen wir mit Europa zusammen für mehr Sicherheit, für die Reisefreiheit und leisten wir unseren Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechtssituation an den Aussengrenzen von Europa. Führt der Ausbau von Frontex zu mehr Sicherheit im Schengen-Raum? Oder gefördert der Ausbau gar den Schutz der Flüchtenden? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht noch mehr Informationen zu dieser Vorlage, dann klickt doch auf die Links in der Videobeschreibung. Weitere Informationen und Updates zu unseren Podien sowie auch zu dieser Vorlage findet ihr selbstverständlich auch auf unseren sozialen Medien. Und bitte denkt daran, liket uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram oder Twitter und abonniert uns hier auf YouTube.